Geht gleich los. Ja, da sind wir, Freunde. Ja, moin, 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 moin. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wir gehen jetzt rein, Junge. Oh Gott. Gaming, hallo, hallo. Bin ich hier richtig für Gaming, Junge? Geht alles immer noch nicht. Mods, bitte mal die Befehle einstellen. Hallo, hallo. Wir können ja nichts angehen hier. Mods, bitte macht mal euren Job. Mods, bitte. Bitte Mods, ja? Ah. Skeffron. Seht, was ich bekommen habe. Ah. Alles Skeffron. Kannst nicht lernen. Sag ich dir, wie es ist. Wir gehen rein, Titus. Schönen guten Tag dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Peter ist immer noch weg. Kann das so nicht mehr. Zu inaktiv. Ich kann das so nicht mehr. So, wir räumen noch mal ein bisschen auf. Scaffron. Zwei Laser hält besser. Wie der Predator. Hast du den Predator gesehen? Der hatte auch zwei Laser. Ich bitte dich daran zu denken. So, was haben wir noch? Ich muss hier erstmal alles erforschen hier von diesen ganzen Waffen. Ein Scaffron war das hier, die drei Waffen. MCX, MK47 und M4 da. War ein Leichenhaufen. Junge! Das kannst du dir nicht vorstellen. So, das Ding kann ich doch direkt verticken, oder? Kam aus der Scaff-Kiste. Komm, weg mit dem Scheiß. Ja, Tito, erzähl, wie geht's dir heute? Alles fit, alles fit, alles fit? Schon gegamed oder wieder nur Rentner-Gaming gemacht? So, was haben wir hier? Auch weg.
Aber ich muss mir jetzt mal angewöhnen, dass ich da in die Richtung gucke, um zu lesen, nicht hier. Da sehe ich nämlich immer mich selber. Ist ja ganz schön verstörend. So. Hier muss ich noch hier hin. So ist geil. Jo, bis gleich. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Neue Daily Quests haben wir, wie es aussieht. Sollen wir eben gucken. Doktier Bier. Die kriege ich wahrscheinlich nicht fertig. Habe ich nicht aufbewahrt. Müssen wir rerollen. Ist immer noch so laut, ne? So. Entkomme dem Ort Fabrik viermal. Ja, moin, da sehe ich mich ja absolut überhaupt nicht. Überlebe Auto auf Brücke. Töte Killer dreimal. Alles klar. Wollt ihr mich so zerstören, Spiel? Sieht nach den typischen Custom Runs aus, wenn ich ehrlich bin. Wir gucken mal. Wir gehen jetzt damit erstmal wieder rein. Ich will damit mal ein bisschen umgehen lernen. Hier, die ist ja absoluter Schwitz. Zwei Laser, drei Laser oder was? Nee, der hat zwei. Was schlaberst du, drei Laser? Zwei sind gut. Das eine ist auch eine Taschenlampe, das andere ist Laser. Und da oben ist dieser Switch. Absolut Göl, Mann. Wollte ich mal eben gucken, ob ich mir die mal vielleicht speichere. Vorlage bearbeiten, speichern als, was weiß ich, Schwitz-TX oder wie heißt die? TX15. Zack. Ja, das meiste kenne ich noch gar nicht an der Waffe. Dann gucken wir doch mal, was sie kosten würde. Finde Teile. Och, 500k. Ist ja ein Schnapper und ein Teil fehlt auch noch. Ah, ist ja ein Schnapper. Gut, von den 500k gehen 100k schon in die Waffe. Scheiß drauf. Hey, Thorsten, ich habe gerade solche Videos in Amerika, wo die Polizisten die Waffe einsetzen müssen. Und die Ja. Leute sind auch so dumm, dass sie auch. Einer steht beim Walmart und der wrestelt mit drei Polizisten. Lol. Im Nahkampf zieht er eine Waffe und die drei Polizisten sagen Lolle und lassen ihn weg. Was hat er Lol. sich denn gedacht? Was sollte denn da rauskommen? Ja, weiß ich auch Soll die nicht. Waffe ziehen oder denken, okay, ich darf jetzt gehen? Ich wusste gar nicht, dass ich hier noch drin bin. Upsi. Alles gut. War doch voll muted, egal. So. Gut, wir gehen rein. So. Wollen wir mal sehen heute. Was heute so geht. Ja, und sonst, wie geht's, wie steht's heute? Alles fit? Ich habe meinen Kamerawinkel mal ein bisschen anders gemacht. Ich finde, es ist meine schönere Seite. Muss ich auch entwickeln, ne? So. Mache ich hier den Hotkey jetzt mal eben wieder weg. So, dann kann das nämlich auch nicht aus Versehen passieren beim Testen. Perfekt. Dann gehe ich ja nämlich auch niemanden auf die Ketten.
Die Mucke ist aber belastend. Der kommt raus. Weiter. So, dann wird jetzt eine Runde geballert. Wie gesagt, nachher noch Lingardium Leviosa. Ganz wichtig. Und ich brauche eine neue Tastatur. Also wenn ihr mal irgendwie eine Idee habt, was eine Tastatur irgendwie geil ist, einfach mal in den Chat posten, ja? Bin ich sehr verbunden, weil ich habe nämlich gar keine Ahnung von Hardware. Also natürlich schon so ein bisschen. Aber was ist denn geil? Weil ich habe jetzt die Rockhard, wie heißt die nochmal, irgendwie... Vulkan. Das ist es, glaube ich. Ich guck mal. Ich habe jetzt momentan die Rockhard, mal eben gucken. Vulkan 121. Aber die ist Gülle. Die ist Gülle. Die ist nämlich schon kaputt. Da laggen die Tasten und alles. Ne, Junge, das meine ich nicht mehr. Das fühle ich nicht. Sehe ich nicht, fühle ich nicht, machen wir nicht. So. Geht jetzt auch mal los hier, 4 Minuten. Da muss wieder die ganzen Noobs für mich zusammensuchen, glaube ich. Fühlt sich irgendwie schon wieder so an. Ich mach Shit da ein. Das austauschen? Jawohl! Geilo! So machen wir das. Das ist gut. Wir legen los. Komm. 5 Minuten wartet sein. Was ist hier los, Tarkov? Keine Spieler mehr? Alter, muss der tief graben, um Noobs für mich zu finden. Hallo, ich will spielen. Hilfe! Bitte, hallo, ich will spielen. Oh, Junge, nee, komm. Oh, mit Britney dabei. Scheiß drauf, wir gehen rein. Geht los. Konzentration. Das ist irgendwie so ein Fussel an der Cam. So. Mann. Erstmal, ja. Erstmal hauen wir uns jetzt schön was rein. Da ist schon ein Laser. Ich sehe gar nichts. Hier gehe ich immer nicht so gerne lang.
ein scheiß Scope, ne? Mit diesem Wechselding. Wie Schmerzen. Na komm schon, Boys. Warum kostet diese Waffe alleine 500k? Wie viel Kohle muss ich denn machen, um hier mal mit vernünftigen Lava-Werfern rumzuhantieren? Gehst ja pleite bei. Vielleicht würde man dann aber auch nicht mehr so oft sterben. Ein paar vernünftigen Lava-Werfern. Ich glaube, die haben sich schon alle rüber verpisst hier von meiner Seite. So sieht das aus so. Hier könnte aber auch noch einer schimmeln. Kurz horchen. Ist da wer? Hallo? Alter, ich sehe gar nichts. Weit und breit sehe ich gar nichts. Weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, auf Customs wird ganz schön gegast nur noch. Schießt der jetzt zu mir, oder? Das hört sich nämlich überhaupt nicht so an. Safe jemand dran. Ganz safe. Ja. Kurz Ruhe. Oben ist einer. Den haben wir. War er das? Der hat sich aber eiskalt einen eingefangen, oder? Aber sowas gelingt mir auch nie. Und ich habe auch absolute Lava geladen. Aber sonst treffe ich ja wirklich nie. Nie. Der war doch eh nicht alleine. Den werde ich niemals looten können.
war der Kumpel. Rückzug. Ne? Erstmal Retreat hier. Wir haben ja Zeit. Hetzt mich ja keiner. Aber da hochpushen wollte ich jetzt eigentlich nicht so gern. Aber ist wie immer, dann willst du hingehen, looten? Dann kommt direkt die Granate um deine Ohren. So, jetzt nur noch die Frage, ob er den jetzt verteidigt oder... Da bist du also. Bist ja immer noch da oben irgendwo. Wo? Ja, gut gefressen. Der ist übel am Husten, der Boy. Okay. Einfach mal drei Spieler gemacht. Freunde, 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 da geht der Arsch auf Grundeis. Junge, ey, ich hab 900 Puls. Muss mal nachladen. Die Waffe ist nicht schlecht, aber ich bin kacke. Jo, wie bist du? Ein schönes Geballer hier. Gerade drei Spieler gemacht. So viel habe ich im letzten halben Jahr nicht gemacht. Sad, aber true. Haben mich aber auch nicht so gut getroffen, die Jungs. War auf jeden Fall ein Dreier-Team. Von deinem Video auf YouTube gesehen? Welches?
Ja, ich habe die letzten Streams hochgeladen, ne? Das mache ich ja immer. Einfach hochladen an den Scheiß. Dann habe ich es für immer. So. Oh shit, ey. Erstmal Dings wieder ran. Hat eine Bollerei hier, Junge. Aber das ungelogen, seitdem ich Tarkov wieder spiele, habe ich solche geilen Firefights nicht. Aber jetzt seitdem die Bannwelle war, geht's wieder einigermaßen. Ist geil. Macht einfach Bock wieder. Hat auch mal eine Chance. Siehe da, es ist einigermaßen fair. Ich mach drei Leute. So, jetzt versuche ich einen zu looten und dann fange ich mir hier von irgendwo einen ein. Ach du Scheiße. Ich muss meine eben wegwerfen. Was ist das für ein Ding? Das ist doch eine Sechser, oder nicht? Ne, eine Fünfer. Oh, gut, dass ich Lava geladen hatte, wa? Junge. Level 40, holy moly. Was hat er denn alles für Muni dabei? Er hätte noch für 10 Jahre, hätte er mir noch Bomben entgegenwerfen können. Aber weißt du was, Bro? Ich nehme deinen Asimut. Tut mir leid. Den Helm nehme ich auch erstmal mit. Dein Standard-Arzt-Kram nehme ich auch mit, ey. Die wollten mich nämlich hier alle cool umlaufen. So, der ist schon mal dann. Also, was brauche ich hier wirklich? Bisschen Arztzeug unten rein. Die Peels, das Ding. Kekse können wir einfach mal fressen auf gut Glück. Soll ich ihm die VSS zerrupften? Ich glaube, seine Kollegen haben noch richtig gute Items. Komm, ich zerrupfe ihm die. Dann soll er jemanden wieder bekommen. Zerrupfe ich ihm schön. So, nächster Kollege. Okay, er hat gar nichts. Er geht raus, wo? Ich bin hier noch im Tal am Looten und er geht raus. Ja. 42. Boah, die haben High Level gehabt, die Boys. Und richtig zum Looten kamen die aber auch noch nicht. Scheiß drauf. Er hatte nix. Ihn will ich noch looten, ey. Er war der Schwitzer. Du Scheiße.
doch richtig gehört. Okay. Wir nehmen mal die vollen Magazine mit. Schmeiß mal eben auf seine. Weste würde ich halt auch noch irre gerne mitnehmen. Ein bisschen Müll wegschmeißen hier. Weste nehmen wir mit. Sind schon die ganzen Scaffs, ne? Lul. Was? Keine Ahnung, wo ich noch ganz hin muss, Tito. Das Ding kann weg, das so, das so, das so. Den noch tauschen. Das Ding noch tauschen. Ich muss noch so weit raus. Ja, kompletter Scaff-Spieler. Los. Lauf. Das sind immer diese Scaff-Spieler, die einen easy machen, ne? Ich renne nicht, aber ich glaube, der hat mehr Schiss vor mir als ich vor ihm, oder? Ja, dann er ist gierig, ne? Das kann natürlich auch sein. Vielleicht doch nicht so eine gute Idee mit dem MG-Typen da oben. Ich glaube, ich muss zurück ins L. Oh Gott, Problem. Da ist ein Scaff oben am MG. Big Problem. Am MG? Ja, wegen dem Granattrichter gerade, ne? Aber da gehe ich nicht lang. Ich gehe hier lang. Wird zu heiß. Das ist mir zu heiß. Lieber über L, genau. Das ist doch nur ein Spielergun, oder? Junge, Junge, bin ich packed. Wir machen jetzt hier ganz sneaky. Glaube, ich gehe sogar über Wald. Aufgeschissen. Ja, ich habe nicht mehr so viel Essen und Trinken, deswegen...
Nice try. Hast du so gedacht, ne? Das war auch Skeff-Spieler, oder? Gott, hat er bekommen. Wir kriegen hier alle so einen Mund. Hohoho, das Inventar und zwei Fünferwesten und noch mehr und... Ich sag dir, Peter, der hat kein Glück gehabt, der Peter. So, wir gehen weiter. Nice work, bitch! Oh, scheiße, Peter ist ja hier und ich war am Lästern. Es wirkt jetzt ja fast so, als hätte ich das nicht gewusst, dass Peter hier ist. Upsi. Hui, ich tu mal ganz überrascht. Junge, ich hab Gier bis nach Mappen, Peter. Ich weiß nicht, seit der Bannwelle am Wochenende ist das Spiel so spielbar wie noch nie. Oh Gott. Weißt du was, ich gehe hinter Tanke lang. Ist mir zu heiß da hinten. Ich gehe schön hinter Tanke. Schmeiß deine 5 weg. Was 5? Was meinst du mit 5? Meine 5er? Nee, das ist ja nicht meine. Du hast schon eine von denen gelootet. Die habe ich gelootet und die hier sind nicht meine. Meine liegt da hinten irgendwo im Jordan im Busch. Ja, Junge, also ich bin Tetris-Lord neuerdings. Peter, schön, dass du auch mal wieder da bist. Selten. Ich wusste gar nicht, dass du noch den Weg kennst an deinem Computer. Naja. Na, ich versuche jetzt einfach rauszukommen mit dem Scheiß. Ich habe Gier bis nach Mappen. Seit dem Wochenende. Jede Runde ist fast Win. Immer Fettgier rausgetragen, weil die Leute nicht mehr haken können. Gefühlt. Ich gehe hier lang. Scheiß drauf. Schön hier lang. Server scheißen schon wieder rein. Ein Raketenwerfer, ey. Ach, da unten ist irgendwo ein Schwitzer. Also ein Skeff. Aber ein Skeff, kein Spieler. Aber ich dodge den. Klar, kein Bock auf Stress jetzt. Komm mal. Wo ist er denn jetzt gewesen? War das der Sniper-Typ hier? Oder war das auch wieder ein Skeff-Spieler? Wirkt er jetzt nicht so. Guck mal, wie will man da hinten was sehen? Das Spiel ist so komisch.
Raus mit den Viechers. Wir gehen hier durch den Tunnel. Jetzt kann ich mehr einfangen hier auf dem letzten Meter. Sehr gut. Warte eine Runde, ey. Direkt im Tal 3 erschossen, hä? Was ist denn los? Das gibt's doch nicht. Richtig geil, Omato Manko Wanko. Richtig geil, Omanko Wanka. Junge, hab ich die weggehauen. Die ersten hatten astreinen Blinker bekommen. Und die anderen da waren dann links, rechts, oben, unten. Bam, 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 bam. Junge, ich bin so ein gigantisch guter Spieler. Hohoho. Junge, wenn du Lava lädst, Junge, geht auch was durch. Ich sag's, wie es ist. Geil. Gott, bin ich versiert. Gut. GG's. Die Waffe gefällt mir. Das ist ein ganz schöner Granattrichter, ey. Jetzt hier fette Westen rausgetragen. Ja, die kann man nämlich nicht verkaufen. Oh, Junge. Ich muss dringend mal wieder mit Peter irgendwann spielen, dann verliere ich wieder Sachen. Das ist gut. Die hier kann weg, eigentlich. Eine Dreier, oder? Ja, die kann eigentlich mal weg. Okay. Einklappen, die kann man tatsächlich mal irgendwann spielen wieder. Die bauen wir. Scheiß drauf, verkaufe ich. Verkaufen, verkaufen. Helm. Kann ich tatsächlich nochmal aufbewahren. Ist der leer? Nee. Da habe ich auch nochmal ein ganzes Setting drin, glaube ich, irgendwie. Junge, inzwischen habe ich auch, bin ich stacked, Junge. Hä, wieso bin ich so stacked? Wie kann man so krass sein wie ich? Oh, Junge. Jetzt habe ich die repariert und ich will die eigentlich nur verkaufen. Geiler Helm auch noch Bekommungs. Arztkram. Das Ding muss hier mitnehmen. SP5, die verwahr ich. Ja, hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen effizienter looten können, aber... Die geben auch gut Tacheles wahrscheinlich. Das ist die Muni hierfür, glaube ich. Ja. Sieht stark danach aus. Die kommt hier rein. Geilo, Mann. Geilo Manko. Geilo Monko. Entladen, entladen. Und entladen. Oh, ich habe noch ein bisschen M995. Geil, oh Manko. Rein. Gut. Und was habe ich noch? Rest. Ne, hier ist die. M856A1. Guck mal, da haben wir noch ein bisschen was. Perfekt. Das heißt, ich habe die Lava geladen.
passt auch. Die repariere ich nochmal eben. Gut. So. Ja, ich komme. Zwei Granaten noch eben. Arztkram kann beiseite. Das alles noch vertickern hier. Dann geht er los. Das Ding kommt bei Fans auf den Müll. Ja, der eine Schwitzer dachte ich, er trägt die anderen, aber die waren alle so hohes Level. Holy shit, haben die schon viel gegamed. Das. 25. Nehmen wir das noch mit rein. Und noch ein bisschen was zu essen. Das sieht doch gut aus. So, ich komme Discord. Bin mal an Kanal, du Wichser. So. Aha, da ist ja die inaktive. So. Nice work, bitch. Junge, ich habe die so alle weggeschossen. Kannst du ja nicht ausdenken. Nicht gesehen. Ja, ist gefixt anscheinend. Also ich... Weggehackt wurde ich jetzt die letzten zwei Tage nicht mehr. Ich hab gerade Angst. Die haben alle Angst. Die sind gebannt worden und... Jetzt spielen sie nicht mehr so, aber sie glauben, dass Nikita sie detected. Ja. Und lächerlich ist das, ey. Schon traurig. Das ist wirklich traurig, ja. Gut, gehen wir rein, oder was? Wichser. Ja. Ist ja selten, dass du auch mal da bist, ne? Auf, Mann. Ist gerne draußen, oder was? Horrornacht, die letzte. Ja, hattest du erzählt. Leid. Alter, ey. Geht da morgens um 3 Uhr der Feueralarm. Das ist übel. Ich war gerade so schon eingeschlafen. Auf einmal mega laut. Das ganze Hotel wird evakuiert. Geil. Schön in der Nacht. Du stehst da irgendwie bei minus 2 Grad. Ja. Ich hab mich noch angezogen, ne? Andere standen da mit weniger. Ups. Das dauerte nicht lange, die Cops und die Feuerwehr sind da rein und dann nach einer halben Stunde ist wieder freigegeben, aber. Was ist denn passiert? Nix, oder was? Fehlalarm. Geil. Aber morgens um 3 stehst du erstmal senkrecht im Bett. Ja, kannst eigentlich nur noch Fernseher anmachen und. Eine halbe Stunde draußen warten, danach das wieder hoch und schlafen wir wieder ein. Ja, das ist, nee, hätte ich ja nicht gemacht. Oh, nee, und jetzt, Mann, bist du hier, oder was? Ich dachte, bis Freitag wäre irgendwas. Nee, ich bin da. Nee, Mann. Morgen dann gleich wieder mal loch, oder was? Yes. Uff. Ich hab wieder ins Bett gelegt, als es vorbei war. Und ich von diesem scheiß Alarmanlage erstmal ein Tinnitus, ey. Es war so laut. Ja, klar. Ich kenne die Dinger, ja. Ich denke so, ich so auch denke, erst raff ich das gar nicht, denke ich, mein Handy, ja, nee. Ja, weil man ja auch so pennt, ja. Ja, du weißt überhaupt nicht, was Sache ist, ne? Nee, klar. Und irgendwann, nee, ist das Feueralarm? So gerochen, bricht nix. Ne? Du leg sie nochmal weg. Tür zum Flur auf. Oh, warte mal, ich breche noch mal eben ab, ich habe keine Weste an. Ja. Sorry. Tür zum Flur aufgemacht. Und guck so, oh ja, okay, hier ist Betrieb. Alles klar. Dann, ja. Gönn. Das ist natürlich Stress nachts, ne? Ja, das war super. Ich meine, ich war ja schon um 11 im Bett oder um 11:30. Meine Kollegen, die saßen da bis morgens um 2 noch in einer Bar. Die waren gerade eine halbe Stunde im Bett, da mussten sie wieder. Na, bah, sag mal, was. Also, das werde ich auch nie verstehen. Dass die immer da in der Bar hängen müssen, was sie sonst zu Hause in der Woche nie machen. Aber da muss man das dann auf Krampf machen, also wirklich. Ich weiß ja, es hieß es noch auf dem Bier und so und ich wollte auch nicht mehr. Ich saß dann noch kurz und habe gesagt, Leute, fangen die Augen zu gut nach, ne? So um 11.
Ja. Dann höre ich noch, dass die bis 1:30 da noch saßen und dann sogar noch welche von denen sogar nochmal mit dem Taxi in die Stadt. Ja. Hallo? Behindert. Oh Gott, ey. Jetzt die Frage, bei wem ist der Fehler, aber naja. Also ich bin ganz klar Team, ich hau mich ins Bett. Ja, also definitiv. Saufen in der Woche auch noch oder irgendwo feiern in der Woche. Wie denn? Das ist doch irgendwie... Ja, ja, ich schaff's ja hier nicht mal länger als 12 Uhr wach zu sein, vernünftig. Und dann schön morgens zum Frühstück da, ne? Das ist immer schön. Also Frühstück im Hotel, es geht. Das war so eine andere geile Geschichte. Ey. Am ersten Abend waren wir in so einem Restaurant. So eine teure Bude. Ich gucke auf die Karte. Ich finde da nichts, ne? Ich könnte die Sache nicht mal aussprechen. Und gucke dann so in den Langtext da rein. Kollegen nehmen wir genauso. Und ich finde einfach nichts auf der ganzen Karte. Das war so relativ kleine Karte. Normalerweise findest du immer irgendwas, was du essen kannst. Ne? Ja. Blätter so durch und ich finde einfach nichts. Ich stelle mich ein bisschen an, okay, aber ich finde wirklich nichts. So, und dann bin kulinarisch ständig so offen, ne? Das ist so irgendwas Normales. Naja. Guck ich so und sehe da so Rinder-Tatar. Rinder-Tatar. Da habe ich mein Handy rausgeholt, so heimlich, und habe so gegoogelt. Stand da, das ist so Hack. Ne? Ja, im Prinzip so Hack. Grob gesagt, ja. Ist Abendessen. Das wird so Richtung Frikadelle gehen, ne? Dachte ich. Ja, kommt das in einer Stunde. Ist das roh? Ja. Wieso und wieso? Ja, ist man wohl roh in gewissen Kreisen. Ach so, das ist ja geil. Ja, ich stochere da rum und esse das nicht. Und dann kommt irgendwie die Bedienung kommt vorbei. Alle anderen auch so am Essen und so. Und war so skeptisch und gucken, was ich da mache. Und dann. So, ist, ne, ich habe mir was anderes vorgestellt. Also, ja, das ist jetzt schade und war auch nicht günstig, ne? Und ich habe auch Hunger wie Sau. Ja. Und nee, geh nicht, sorry. Und naja, ne? So. Dann kam dann der Service-Chef, kam dann irgendwie noch 10 Minuten später nochmal an meinen Tisch. Stand das Ding immer noch traurig vor mir. Was war mit dem Tatar jetzt nicht in Ordnung? Ja, bei dem war eigentlich nichts nicht in Ordnung, ne? Aber ich habe was anderes drunter vorgestellt. Ich glaube, dein Gaumen ist kulinarisch ja einfach nicht, harmoniert er nicht mit eurer Speisekarte, ne? Ja. Was hast du denn vorgestellt? Ja, ich dachte, Tatar, wir gehen so Richtung Frikadelle. Ja, so, nee. Sowas gibt's hier nicht, ne? Wo fahrt ihr denn da, Junge? Ja, das war so ein Edelrestaurant. Ja, ja, okay. Und dann 10 Minuten später kommt er um die Ecke, hat so eine Schüssel dabei. 2 Frikadellen drin. Oh, Soße, ne? König. Weil bester Mann des Abends. Ja, ne? Ja, abends gerettet. Ja, ja. So, wollte ich jetzt nicht so sitzen lassen. Da haben sie ihren Edeltatar genommen, haben den in die Pfanne gehauen und haben mir da Frikadellen draus gemacht. Ja, ist doch okay. Geil. Geiler Move, aber. Hat der Chefkoch wahrscheinlich auch gesagt, was soll ich tun? Ja, genau. Seid ihr behindert, so nach dem Motto? Seid ihr bescheuert? Ihr oder was? Ne? Nee, mach mal, der will Frikadellen. Ja. Ja, okay. Und dann hat er mir die geilsten Frikadellen ever dahingestellt. Ne? Ja, gut. Also, naja, was heißt ever nicht, aber die waren schon gut. Die waren schon gut. Ja, klar. Das wird er wohl hinkriegen, da hinten in der Küche. Ja. Na, ich bin da reingeknölt, ne? Ja. Ja, besser als hungrig, da wieder zu Meckes zu fahren oder so danach, ne? Naja, ich bin anschließend immer zu ihm hin, habe ich bedankt, dass er da so flexibel war. Ja. Also, ja, machen wir normal nicht, aber du sahst so traurig aus vor dem Tatar. Das ist doch okay. Peter, kurz vorm Heulen, ey. Hau dir das doch rein in Ruhe, Junge. Ich esse doch kein rohes Fleisch, ich hab kein Tier, ey. Ich esse auch kein Fleisch. Das ist doch nicht... Und er auch nicht? Nee, mach ich nicht. Boah, bist du ein Kaputter. Okay, ja gut. Naja, ich fand's irgendwie lustig. Ja. Die werden den Abend auch nicht vergessen. Die Story ist gut, ja. Die Story ist nicht schlecht, ey.
Aber wenn ich da irgendwo essen gehe, das ist immer so ein Fiasko mit solchen Sachen, ey. Was ist denn mit dir, Junge? Das Gefühl, wir werden gleich Kontakt haben. Die Leute spielen auch ganz anders. Du merkst das alles. Also weiß ich nicht. Kann das bitte immer so sein? Ja, bann die Leute weg, Junge. Bann diese hackenden Bastarde weg. Ja. Wie Gier ich rausgetragen habe die ganze Woche. Das ist ungewohnt, warum du alleine spielst. Das ist besser, läuft. Ja. Gut, vielleicht hänge ich das wirklich mit Bannwelle zusammen, dass die Leute so ein bisschen Schiss haben. Ja, ich habe immer nur abends ein paar Runden, dann habe ich Hogwarts gespielt im Stream halt. Und aber vorher wollte ich immer ein paar Runden Tarkov noch mal testen nach dem Bann und läuft wunderbar. Ja, natürlich hast du mal wieder einen guten Spieler, aber das fühlt sich alles legit an. Ich habe nichts dagegen, wenn ich sterbe. Ja, nee, das ist halt so, ne? Das ist in Ordnung. Wenn ich das Gefühl habe, dass seit 7 Kilometern auf mich wartet. Ja, nee. Und mir dann irgendwie so einen lächerlichen One-Shot gibt. Hatten die da irgendwie so... Schießen wir Verkaufsraum. Ja. Das war so ein, wie gesagt, dieses Edelrestaurant, hatten die hinten noch so einen Verkaufsraum. Also so einen größeren eigentlich, so eine Halle, wo die so ihre Waren, die sie da so haben, anbieten. Und dann echt, also da war ein Glas Nutella, ich habe da Fotos von gemacht, ne? Mhm. Da war auch so Aufstrich, so ein Edel Nutella, 250 Gramm, ey, warum noch was? Hallo? Wie viel? 11 Euro noch was für 250 Gramm Edelnutella. Ja, hast du deinen Geschäftsplan. The way out. Also. Bist du hier gesprungen wie ein Jochen, oder? Ja. Da war ein Gummibärchen, auch in so einer Edelvitrine. Sieht dann genau so aus wie normale Gummibärchen. Ja. Das kostet aber irgendwie 200 Gramm, ich weiß nicht, 5 Euro oder so. Jo. Würde ich im Leben nicht ausgeben. Nee, ich auch nicht. Ich habe ein paar Fotos für Janine gemacht, so ein paar hier guck mal, Kuriositäten. Kuriositäten, ne? Richtig seltener Shit. Ah, wild. Ja, so Hotel ist auch gar nicht meins. Also, ein komisches selbstgemachtes Bier hatten die ja noch. Gerade so edle Sachen und so, das kann ich auch nicht. Nee, ganz ehrlich, das sind auch andere, die sind mit uns rein, die sind direkt abgehauen, als sie die Karte gesehen haben. Mhm. Und wo sind sie hin? Schön zu irgendeinem Brasilianer, schön Fleischspieß und alles. Ich habe gesagt, ihr Bastard, ey, nichts an dem mit. Genau, da. Da hätte ich mich gesehen. Der schießt auf Construction, lass mal Construction gehen. Richtung Construction. Ja. Hat er mir Fotos gezeigt, so ein Fleischspieß. Das ist ja fix. Er ist im Construction-Turm, schätze ich. Hört er sich das an oder oben drauf? So, ja, da unten läuft er. Wo? Oh, links, rechts? Unten Construction. Hab ich gesehen. Und auf jeden Fall Hits. Im Dings. Im Turm, irgendwo anders noch. Ich bin tot, nicht gesehen. Ja, wo? Links habe ich. Granaten kommen. Hab ihn. Hab beide. Ich zerbollert.
Ja, der eine war hier, wo ich jetzt liege. Der lag hier in der Palme. So, einen Zentimeter halt vor uns. Ist hier erstmal weg. Ich will hier einfach nur noch weg. Was ein Stress. Ja, also war aufregend, sagst du, dein Ausflug. Ja, so. ja, ne? So. Ich meine, ich habe immer noch irgendwie im Kopf, dass du gesagt hättest, du wärst diese Woche irgendwie auch erst Samstag da. Keine Ahnung. Ist falsch verstanden? Oder Freitag? Okay. Oder? Wir haben irgendwie noch so andere Veranstaltungen von denen, wo ich hin muss. Das meinte ich. Dann habe ich das gehört, siehste. Ah, ist aber noch nicht so ganz raus, ob das jetzt alles ist oder nicht. Das kommt erst noch. Ach, Brustkorb kann man sich nie wieder dran machen. Das ist natürlich sad. Nee. Küche. Ja. Junge, was wurde ich zerschossen jetzt? Ganz crazy. So, ich muss sagen, so ab dem Level, wo du eine 5er trägst, wird's besser. Eine 4er ist Trash, eine 5er hält schon gut was weg. Noch die Bollerei, Alter. Wieso höre ich denn die Bollerei auf dem ganzen Server? Okay. Jetzt bauen wir uns mal wieder rein. Nehmen wir erstmal Peters Zeug weg. Wieder der Profi-Looter hier. Wieder für eine Schwitzscheiße. So, was hast du geladen? BT. Weißt du was? Die nehme ich mit. Ich mal hier unten rein. Dann ist der satt. Sitzt da noch einer? Ich krieg hier Schmerzen. Oh, sitzt da noch einer? Wirklich jetzt? Oh Mann, bin mal im Pissen. Gleich wieder da. Sad.
Ups. So. Fertig. Dein Zeug konnte ich wegtragen. Dann kam ein Dritter. Ja, wie es immer so ist. Ja. Ja, hau rein. Mach's gut. Mit dem habe ich halt nicht gerechnet. Ich war ja auch eben pissen. Ja, ein Zeug. Unglaublich. Ja. So, dann spiele ich wieder Schrotze. Zack, 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 zack. Helmer habe ich noch. So, habe ich noch Grants? Ja. Das. Gut, bin wieder ready. Hm? Dein Zeug schön beiseite geräumt. Will den loote den ersten komplett, den ich gekillt habe. Will losrennen zum zweiten, weil ich nichts gehört habe. Habe extra auch eine Zeit lang gewartet. Sitzt er unterm Turm, der dritte. War noch ein dritter unterm Turm? Ich schätze, es war ein anderer, aber... Weil ich hatte dein Zeug in die Büsche Richtung Dönerbude geworfen und ich vermute, dass in der Zeit einer rangerannt kam. Ach, kann ich sein, ja. Inhale. Inhale. Gut, weiter geht's. Puh. So. Schon wieder 700 Cheater heute gebannt. Sollen die mal schön weiter so machen.
Gut, los geht's. Jo, ist klar. Los geht's. Nice work, bitch. Ja, ne? Das hättest du gerne, ne? Ein Haus checken. Haben sie auch schöner geändert, ey. Nix. Ne. Nothings. Nee, dann lass die rüberkommen, abfangen. Von Aktivitäten, die sind immer irgendwie so. Bis die Woche ich mich cool. Was hast du? Aktivitäten, die ich immer so irgendwie auf dem Buckel habe, die Woche ist echt uncool. Ja, schon ein bisschen viel, ne? Naja. Von mir auf Samstag. Da vorne lief was. Ja, der macht den gerade. Die wollen hierher. Schnell hinsetzen. Der ist schwitzfort reingelaufen hinten. Hoffen, dass der Skeff nicht auf uns schießt. Ist hier super offen, sitze ich hier, aber ich will mich nicht bewegen. Geh im Busch. Mach noch. Ja. Er ist schwitzfort reingelaufen, ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Pass auf, links mit dem Skeffer, ne? Wie kommen? Wo guckt. An der Straße laufen sie? Vielleicht kommt er hier rein. Die gucken Stashes und kommen dann wahrscheinlich wieder hoch. Lootet den Skiff, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ein oder zwei. Der guckt unten die Stashes, schätze ich. Meinst du, ich kann gerade moven, leise? Nee. Leise. Dein Anliegen hat man gehört. Weg. Okay, gut. Direkt weiter sitzen bleiben. Im Mund. Sehr gut, sitzen bleiben. Hat aber dein Anliegen gehört, ey. Risky one, aber war gut, hat ja geklappt. Sehr schön. Lass noch kurz sitzen bleiben. Ah, der war allein. Kannst fahren, wenn du willst. Ich gehe in den Busch da vorne. Ja, der ist schwitzfort rein. Das ist auf der Kreuzung, oder? Wo ist das? Geh schon mal auf die andere Seite vom Zaun, mach du mal hier weiter, ich lutsche den nur mal eben kurz an. Ich glaube, die kommen auch rein. Ja, bist du aufgestanden? Ja. Okay. Ich schätze, die kommen auch rein. Hast du eine andere Waffe? Okay. Schieß mal. So ein bisschen gegen Wände. Okay. Die werden kommen. Ja, ist gut. Safety werden kommen. Vom Panzer. Von wo aus? Nicht vom Panzer, von der Dönerbude. Da haben die gerade gegen Skeff geballert. Kann natürlich auch sein, dass die Richtung Sniper Hill gehen und Dorms, aber da haben sie auf jeden Fall geschossen gerade.
Nabriesuke. Wo guckst du? Das siehst du gar nicht, ne? Nee, ist kein. Ja. Willst, kannst du anmachen. Okay, das ist zwischen Halle oder so. Discord eben hier rüber backen. So. Okay, die kommen anscheinend nicht. Wo wollen wir da Construction gehen? Komm mal. Geh vor. Krass, dass wir so fette Schwitzer vorhin Construction treffen, ey. Links neben dem Silo vorne. Wo ist der Boy? Irgendwo ist er hingerannt. An den Turm wahrscheinlich. Aber ein Skeffer. Sehe ihn nur nicht mehr. Hier zwischen den Silos ist was. Und am Turm. Wie ist der denn? Zwischen den Silos ist einer. Ist der hingerannt, glaube ich. Jetzt Bluka. Bin beim Haus jetzt. Wie ist der denn? Bin dumm. Da ist er. Hast du ihn? Ja. Nach Startschwierigkeiten. Ding ist mir sowas von verrückt. Oh. Außer Halle? Außer Halle, weg, weg, weg. Wir gehen über Dings. Ich glaube, der wird Granattrichter benutzen, denke ich. Lass mal über L wieder zurück. Kann sein, dass sie über Garage pushen wollen. King Halle Boys, ne? Ja, nun ist die Frage, schnell runter in den Schützengraben, oder? Okay, los geht's. Okay, ist Arschek. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Okay. Do your best. Make him go away. Also auch Schützengraben höre ich nichts. Gut, die können auch nicht alles abdecken.
Läufst du da rum? Ich bin im Schützengraben. Du bist nicht gelaufen gerade, ne? Nee. Ich hab das Rechtsstimme gehört. Ich bin geschlichen halt. Nee, das warst du nicht. Ich glaube, vielleicht kommen die von hinten. Also wo wir gekommen sind. Ich habe es gehört, so rechts von mir. Das ist ja, ich höre es, ich höre es. Hab's auch gehört. Die sind in die Garage rein, glaube ich. Ja. Ja, die suchen uns. Oben Schützengraben bei mir, beim Kran. Laufen Richtung Haus. Springen da rum. Sehe sie nicht. Ja, ist Richtung Haus irgendwo. Jetzt sind die wahrscheinlich gepusht zu Construction, über Construction dann L, so wie wir, ja. Hm? Mhm. Ja, da sitzt er auch eigentlich ganz gut. In die der Garage gehen. Und ich habe Schützengraben, also eigentlich können die ja nur Panzer zurück. Na kommt nochmal, kommt nochmal. Boys. Nur ein bisschen besser schießen als gerade. Aber immerhin finden sie dich nicht direkt, ne? Nee. Komisch. Ja, sie müssen ein bisschen gucken und wieder ganz legit Spieler. Das sage ich jetzt schon seit Sonntag, seitdem diese Bandwelle da war. Joe ist links? Ja. Ich höre ihn auch. Ich komm. Och, MP, keine Chance. Ja, okay. Das, Der ist explodiert. Ich bin gerade nicht gut drauf, glaube ich. Mein Kumpel ist noch hier. Ah, fuck. Oh, der hustet aber auch. Der hustet. Ah, OG97, scheiße, seinen Kumpel habe ich weggenadet, Junge. Der dich gemacht hat. Fuck. Mhm. Jetzt in der SVD oder so. Fuck me, Mann. Kleiner Schwitzlord. Zack. Das Ding nehme ich noch mit. Okay. Okay. Bin wieder ready. Tja. Shit, Brickles, ey. Oh, sein Kumpel war auch am Husten, der zweite, ey. Ah, ich hätte mit Schrot unterschießen müssen. Hätte ich gehabt. Direkt Schotti rein, dann brauchst du eh nur zwei Schuss, dann ist die Sache, dann ist sie fast down und. Ja. Aber es waren schon Wachteln. Mhm. Muss man dazu sagen. Das waren schon Wachteln. Ich hatte mal einen First Shot, unfassbar. Ja, ne? Und die suchen einen auch gefühlt, ne? So. Und der läuft mir rein. Ja. Das habe ich seit Monaten nicht erlebt gefühlt. Mhm. Dass Leute nicht direkt wissen, wo ich bin. Ja, ich glaube, mit dem Druck aus der Community mussten sie jetzt was machen. Haben es so keine Priority gegeben, vielleicht die Rechnung nicht bezahlt bei Battle.io oder so. Ja. Und jetzt einfach mal wieder bezahlt und jetzt geht's auch direkt. Komisch.
Ich meine, ja, MP kann dann halt durchdrücken, ne? Kein Recoil fast. Ja, alles der gut, dreht sich dann zu dir. Ja, ja. Ich habe ja First Shot gehabt auf ihn und. Ruhe. So. Geht los. So, weiter geht das. Die wilde Fahrt hier. Ich glaube, so alt werde ich heute nicht, weil ich aber so fertig bin. Ja, ja, komm. Also, zwei Runden können wir noch machen. Komm, ja. Ja, ich muss irgendwie mal Schlaf noch holen. Du bist so eine Oma, du. Ja, ich weiß. Richtige Oma. Gamer-Oma. Mula-Oma. Du, Junge, muss man weniger verreisen, Junge. Das sehen wir uns erstmal nehmen. Schwitzer! Sein Discord wieder anmachen. Upsi, was ist das denn jetzt? So rum. Da ist Discord. So. Ich mal in vier Halle. Aber dafür, ne? Hier den Stefan Raab machen, ne? Das geht. So ein Jochen. Kommt auf. Nee. Okay, hab ich bei dir oben was gehört? Nee, du hast Tür zugemacht von außen, ne? Mhm. Mhm, okay. Oder immer her damit. Ich höre wilde Dinge. Da sind schon Tanker gegast. Und hier werden wir nichts treffen so schnell.
Sound of the Police. Danke schön. Nur Shitloot. Ui. Ist morgen wieder arbeiten, oder was? Ja. Warum? Am Morgen habe ich nicht viel auf dem Zettel. Dann können wir mal schön eher gehen. Morgen schwitzen wir nicht morgen nicht. Jetzt bist du denn zu Hause morgen? Ich habe Homeoffice morgen. Daher. Morgen auch, ist glaube ich ab Mittag zu Hause. Kann sein, dass ich dann morgen frühen Nachmittag abhaue. Easy. Komm, lass los. Oh. Sniper-Skiff hin. Ich weiß nicht, ob ich hier was gehört habe. Oder ob das bei dir irgendwas war. Nee, okay. Nee, doch. Im Zug. Am Zug, im Zug. Stoat. Skiff-Armee kommt. Okay. Na, die Backshot zugebissen. Ja, macht böse Löchers. Der war eigentlich hinter die Halle geguckt hier. Ich guck mal eben. Ja, da rennt was. Da ist was rausgerannt Richtung Brücke. Hast du nicht gesehen? Nee. Sah Skeff-mäßig aus, aber ist unter die Brücke gerannt. Lass den mal machen, schnell. Ich renne ihm jetzt stumpf hinterher. Ich komme. Oh. Keine Ahnung von wo. Irgendwo da bei dir. Oben auf dem Zug. Ja. Wie ist er da denn so schnell hingekommen? Dann sind das zwei, pass auf. Dann sind das zwei. Was ist denn das schon wieder für ein Geschwitze, Mann? Oben auf dem Zug habe ich auch noch nie gesehen. Nee, wie kommt man da denn hoch? Das weiß ich auch nicht. Hä? Ach, Junge. Welche Sachen, ey. Dann war das sein Kumpel doch, der weggerannt ist. Machen wir ohne, ich bin zu fertig für heute. Alles klar. Ne? Bis dann. Ich guck noch ein bisschen weiter, aber ich spiele nicht mehr. Ja, alles gut. Bis dann. Tschüss, tschüss. Das muss sein. Jo, hau rein. So. Ups, 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 ups. So. Ah, hier, meine M1 ist wieder gekommen. Meine Trash M1, aber die macht Löcher. Die ganzen anderen Waffen sind noch nicht wieder da. Da mache ich jetzt erstmal ein bisschen hier Hideout-mäßiges. Skeff-Kiste ist nämlich wieder da. Trash, aber komplett. Kaufen wir einmal den, hauen das da rein. Hier ist das Ding wieder gekommen. Das muss ich nachher mal anwerfen. Dann gehe ich jetzt, glaube ich, rüber in Hogwarts. Noch ein bisschen Hogwarts spielen. Ich glaube, das wäre es jetzt irgendwie. Muss ich nämlich erstmal warten, bis Prapor ein paar Sachen zurückschickt.
Die will ich mal eben kurz testen. Dieses Schwitzding, ne? Guck dir das an. Das ist ja im Prinzip kein Recoil. Jetzt nochmal die ganz hinten. Da merkt man es dann schon ein bisschen mehr, ne? Relativ akkurat. Auch. Auch. Da geht dann schon einiges daneben. Trotzdem trifft noch was. Also diese MP und MP7 und so. Macht richtig die Holes. Gucken, kann ich den da hinten nochmal? Ich nochmal mit Luft anhalten. Ah, okay, ne? Das kannst du halt vergessen. Das kannst du halt vergessen. Ruhe. Nur Headshot. Insane. Nur Headshots jetzt. Krasse Waffe. Selbst das knallt noch, ne? Auf der Distanz. Ja. Ja, krass. Gut. Dann spiele ich die morgen mal direkt. So. Wir gehen rüber. Tag auf sind wir erstmal durch heute. Und zwar. Wir gehen rüber. So. Wo ist es? Da ist es. Rein. 15 Stunden schon gespielt, nichts geschafft. Oh, Mucke aus. Controller an und los geht das. Da habe ich noch Batterie. Ja. Jetzt muss ich noch mal eben gucken, ob ich auf einer guten Posi bin. Das ist eigentlich immer meine Tarkov-Einstellung hier. So, die mal dahin. Und du. Dahin. Das ist schick. So. Genau. Wir gehen rein. Aha. Eine Einstellung. Was habe ich jetzt denn gemacht? Schon wieder überfordert.
mir schon wieder zu viel. Wo ist denn hier der Controller? Hallo? Hallo? Bitte? Jetzt. Wir machen das Game weiter, genau. Spiel wechseln, please, please, please. Wo mache ich das jetzt hier? Warte mal. Ruhe. Stream-Info. Zack. Hogwarts. Legacy. Go, wir gehen rein. So, passt das? Okay, nee. Muss ein bisschen höher. Das hier sehe. Ich muss ein bisschen höher. Ich arbeite dran. Ich gehe jetzt mal hier hin. Und deswegen geht mal über mich, bitte. Ne, nicht ganz. Das sieht gut aus. Oder? Nee. Noch ein bisschen. So. Wir gehen ran. Das gefällt mir. Ruf des Uhrenturms. Lucan ist da drüben. Stimmt, hier musste ich jetzt fighten. Da war ich gestern stehen geblieben, vorgestern. Gestern gab ja gar kein Hogwarts mehr. Ich glaube, hier ist jetzt übel. Hier ist jetzt übel. Revelio. So, Levioso. Guck. Gute Spieler. Alter, ich habe schon fast 15 Seiten gesammelt inzwischen. Was ist los? So. Genau, ich will hier kämpfen, Jungs. Uhrenturm. Erstmal nochmal eben gucken. Oh. Okay, hier gibt's nichts zu tun, außer wieder Schlösser, die ich nicht öffnen kann. Kann ich dir helfen? Ja. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Mhm. Club. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Ja. Ich hab wohl ein Händchen fürs Duellieren. Dann bist du hier richtig. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu. Gekreuzte Stäbe. Wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Finde ich gut. Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Alleine fighten oder was? Ja, ich trete an. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Wir gehen los. Oh Gott, gleich was. Du ganz sicher noch bereuen. Wieso denn so viele? Achso, wir sind zu zweit. Mit dem Leovo. Ja, weiß ich. Komm, Ruhe. Ruhe, mach ich. Ganz Ringo! Kannst du doch besser! Lumos! Alter, wie. Ah, guck mal, Protego. Accio! Levioso! 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 Ach, warte mal, so war das. Den auch in die Luft und dann auf den Arsch. Guck mal, wie die auf den Arsch kriegen. Und Damage rein. Alter, ich bin Voldemort. Tschüss. Schade, dass nicht mehr Leute zusehen können. Bisschen leicht. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Das will ich. Ich bin dabei. Sehr gut.
Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Ja, machen wir direkt. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Gehen wir direkt rein. Nee, komm, Junge, mach. Wieder. Ja, Junge. Rebellion. Glaubst du, wer du bist? Mach fertig. Schließe Nebenaufträge ab, okay. Lumos. Wieder so eine Ogerrüstung. Ja, Junge, ich will hier fighten. Steht die nächste Duell? Kann ich mit der Puppe üben? Hallo, Lucan. Kann ich mit der Puppe üben? Let's go, Damage-Puppe. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Ja, absolut, mein Lieber. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Fucking Gryffindor, wieder so nett. Dann beim nächsten Mal. Akio. Ach. Ach, der sagt mir oben, was ich machen muss. Crazy. So. Levioso. Okay. Sehr schön. Easy Boy. Levioso. Akio. Kann ich ihn in der Luft ranziehen, verstehe. Aber Levioso ist immer ein guter Start. Würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Was war das denn jetzt? Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Hallo, Lucan. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Direkt. Und? Nächste Runde? Let's go. Kann's kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Mach's allein. Ich trete allein an. Dann kann's ja losgehen. Oh ja, jetzt schön gegen drei oder so. Bereit für dein Ende? Pass mal auf, Mädchen. Drei? Geht los. Okay. Müssen wir so machen, müssen wir so. Lurotego, Lumos. Alter. Lumos. Stufo. Levioso. Das war's mit meiner Wette. Aua. Okay, drei sind etwas heftig. Au. Sorry. Warum denn gleich drei, bitte? Gut, dass ich nicht auf dich gesetzt habe. Noch eine Runde? Ich will es nochmal probieren. Freut mich zu hören. Machen wir auch. Bleib ruhig. Ja, habe ich verstanden. Schöne Dame. Protego. Alter, schießen die immer schnell. Levioso. Protego. Lumos. Drei sind aber wirklich übel, ne? Nur nicht zurückschrecken. Stufo. Protego. Kannst du doch besser. Protego. Das ist doch alles. Akio. Levioso. Übel. Das ist gar nicht so einfach. Oh, ich drücke hier auf die Tasten wie ein Spacken. Aber ich kriege ja gar nichts auf die Kette. Ich will es nochmal probieren. Ich kann es schaffen, das weiß ich. Bleib ruhig. Wir machen's. Protego. Lumos, schön. Akio.
Stufe. Naja. Erstmal den da hinten machen. Erstmal einen wegmachen. Aua. Eieieiei. Ich hatte den einen fast. Junge, das ist schwer. Willst du noch eine Runde? Geh mir nicht auf die Ketten. Mach es. Geh mir nicht auf die Ketten, ich mach das jetzt hier. Ah, ich bin zu langsam. Oh, falsche Taste. Aua. Ich drück immer die falschen Tricks. Alter. Also ich krieg auch so viel Schaden, ne? Junge, bin ich kacke. Nochmal. Willst du noch eine Runde? Natürlich. Ich mach das, bis ich schaffe. Freut mich zu hören. Ich weiß, was ich drücken muss, Boy. Komm, 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 komm. Protego, Stufo. Accio. Levioso. Ist das etwa alles? Levioso. Stufo. Accio. Levioso. Lumos. Ah, ich bin zu langsam. Du, Protego. Drei ist aber auch wirklich. Lumos. Ich mache immer Lumos, wenn ich Schild drücken will. Ach, gegen drei ist so unmöglich. Ich drücke auch noch die falsche Taste. Ich bin so ein Jochen. Ich wette, ich würde die so easy wegmachen ohne diesen verkackten Controller, Junge. Freut mich zu hören. Boah, aber jetzt. Diesmal klappt's. Ich bin so lang. Fuck me. Levioso. Stufo. Stufo. Dann drehen wir uns jetzt erstmal auf die. Stufo. Die wird komplett gerackt. Lumos. Hör doch mal auf mit Lumos immer. Nicht auf die. Das ist gut. Ah. Ah. Nein. Das sieht gut aus. Jetzt habe ich diese Hunde, Kelp. Ja, jetzt gibt's auf den Arsch hier, Boy. Na, was ist los? Was ist los, hm? Easy. Was ist los? Was für ein Duell. Ja, Junge. Hab's genommen, die drei. Ich sag, Lernkurve. Lernkurve ist da. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Runden. Kannst doch noch, ich kann doch noch Games spielen. Aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen. Oder wenigstens überleben willst. Gryffindor, ich hau hier allen in die Fresse. Wir sehen uns.
In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Was? Aufgabe erledigt. Kann ich jetzt nicht mehr mit ihm schnacken? Um alle Koboldsteine? Aber ich habe doch schon voll viele. Revelio. Oh, gibt's hier irgendwas zum Sneaken? Ich kann tatsächlich nicht mehr mit ihm reden jetzt. Was mit ihr? Ich bin ausgeschieden. Vielen Dank auch. Hops genommen. Was ist denn los, hm? Hab ich euch auf den Arsch gehauen. Ihr Ficker. Was war hier? Akio. Lumos. Akio. Was? Lumos. Die Tür ging doch gerade auf. Akio. Revelio. Schon wieder ein Rätsel, ne? Irgendwie fährt. Weggucken. Lumos. Raff ich schon wieder nicht. Ja. Revelio. Ich habe ja noch kaum Zauber, ne? Daran liegt das. Geht immer wieder zu. Warum denn, du Kelp? Nicht da ein. Schieß mal hier hin. Irgendwas mit Pferd. Akio. Akio. Levioso. Repar. Ne, kannst du vergessen, da komme ich noch nicht rein. Gut. Machen wir später. Wieso buggt mein... Wieder mal auf Abenteuertour? Wieso buggt mein Dings immer? Mein Zauberstab. Ich bleibe wohl lieber bei Tränken. Du hättest mich ruhig etwas schonen können. Na, ihr drei, habt ihr einen Arsch gekriegt, wa? Oh Lord. Revelio. So, wir gehen. Professor Hecker, dann krieg ich einen neuen Spell, glaube ich. Das ist das, was ich will. Diesen Incendio. Der macht dann nämlich Dips. Der macht dann nämlich Dips. So. So, gib mir den Spell hier. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte Sie unterbringen und dass Sie erfolgreich in Ihren Bemühungen waren. Ich habe den auf den Arsch gegeben. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ja. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Keinerlei Probleme. Wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Incendio, neuer Spell. Und halten Sie den Zauberstab ruhig. Wir gehen rum ums Eck. Oh, wieder rum. Gegönnt. Gut gemacht. Zauber Auswahlmenü. Damit kannst du im Dunkeln sehen oder red. Nee. Wir wollen Dings. Eine geringe Reichweite, da musst du dich nicht. Da.
Was stand da? Leiden für einige Sekunden weiter Schaden. Dodge Schaden, okay, in der Zeit führen Zusammenschnitt zu Brandausbrüchen. Hm. Den machen wir mal auf Alternativ zur Reparo. Ja. Achso, den kann ich auch auf... Achso, nee, den kann ich nur auf... Okay. Nice, mal gleich mal testen. Incendium. Oh boy. Der macht Dips. Oh ja, der macht Dips. Der Guteste. Okay. Sie werden besser. Bleiben Sie dran. Und versuchen Sie... Arceus. Incendium. Accio. Levioso. Gut. Haben wir's. Gehen wir zurück. Zu Professor Fieg. Also mein Zauberstab ist ganz schön buggy, muss ich sagen. Hätte gar keinen Bock, ey. Ist der denn so scheiße, der Zauberstab? Rivelio. Professor Fick, hallo. Erstmal gönne ich mir die Truhe dahin. Wieder Kohle nur. Was ist das? Sein alles Gelöte. Na, dann warten wir hier. Puh. Ach, er schläft dann einfach da hier. Sind Sie ja. Hat er jetzt hier gepennt? Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Das Ding buggt bei jedem zweiten Spell. Was ist los? Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das und muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Oh, oh. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro, 5 Minuten. Hier ist Matt. Er ist sauer. Oh, oh, oh. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Okay, den gehen wir halt noch nicht. Ist ja gut. Sprich mit Sebastian. Machen wir. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Revelio. Die ganzen Zauberer-Nerds hier. Sebastian. Ich weiß noch nicht mehr, wer Sebastian war. So der Kollege, der mich nach Hogsmeade gebracht hat, oder? Ich meine schon. Wie sah das? Sebastian, da bist du. Da bist du, ja. Du hast mir eine Erklärung für den Vorfall in den 3 Besen versprochen. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Renrock, darf ich das sagen? Will ich ihm das sagen? Er arbeitet wohl mit Renrock zusammen. Und der will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Renrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Fick und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Fick hatte diesen Portschlüssel. Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Ich komme selbst kaum mit und ich war dabei.
Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. So, das viele Informationen jetzt. Mein voller Ernst. Professor Fig bestand darauf, dass ich niemandem davon erzähle. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Ja. Verstehe. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, was es auch ist. Danke, Sebastian. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Muss ich mir Sorgen wegen der Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du mir aus dem Weg gehst. Schaffe ich wieder nicht. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Muss ich die töten? Was ist, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Was denn noch alles meiden? Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Danke, Sebastian. Bis später dann. Okay. Oh je. Jetzt direkt da, oder was? Ein schöner Dungeon jetzt, oder was? Oh boy. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Komm, Boy, wir sneaken uns rein. Diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Ein Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Den wollen wir haben. Und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Ist so. Probier ihn doch mal. Guter, schlauer Mann. Oh boy. Oh, den habe ich. Nochmal. Alter, wieso. Ach, X muss ich drücken. Jo, Junge. Was ist das? Ach, die sind auch noch unterschiedlich. Jetzt raff ich das erst. Willst du mich verarschen? So, den wollen wir mal gleich. Und verbotene Bereiche unentdeckt zu kommen. Geil, okay. Assassin's Creed-mäßig. Wo ist er denn? Ist er das? Nee, der ist es. Den wollen wir mal bitte anstatt Lumos haben. Let's go. Protego! Oh! Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Revelio! Wir gehen rein. Psst, Ruhe jetzt. Nahe Gegner spüren und untersuchen. Vielleicht ist es halten, wenn du von Auto gefangen wirst, hast du diesem Auftrag versagt. Ach du Leel. Oh, die hat Bock. Okay, dann gehen wir hier lang, Boy. Ich tue so, als ob ich sie nicht sehe. So. Psst. Wir schleichen uns durch. Ruhe. Wir beiden raffen gar nichts. Ich gehe rein. Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell, hinters Regal. Oh, Junge. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Ja, die sieht euch nicht. Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Wofür brauchen wir den Schlüssel? Gibt es dafür keinen Zauberspruch? Alle Humore? So kam ich sonst rein. Aber die Bibliothekarin hat es mitbekommen. Sie hat das Schloss mit einem Anti-Alohomora-Zauber belegt. Ja, scheiße. Also geht nur der Schlüssel. Aber keine Sorge. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Warum nicht gleich von Anfang an das gemacht? Vertrau mir. Okay, bin ich wieder stealthed? Nee. Oh, wir gehen Stealth-Mode. Revelio.
jemand? Sind Sie das, Peeves? Nein, 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 nein. Der Schlüssel. Hier ist er. Was? Revelio. Was ist denn das? Oh, oh nein, jetzt bin ich gierig. Warte, das muss ich natürlich mitmachen. Ist da oben irgendwo hin. Jetzt bin ich wieder gierig, ne? Das kann nur nach hinten losgehen. Revelio. Und bin ich so kacke und will das jetzt wieder machen? Egal, wir machen's. Das ist Lumos. Den gönnen wir. Einen Runenumhang epischen. Holy shit, okay. Nehme ich. Das war eigentlich nicht das, warum ich hier hoch bin. Da. Akio. Sind Hogwarts-Seiten. Mega. Was ist da? Bobby. Oh boy, ist das spannend. Okay, wieder runter. Wo ist denn dieses Schlossding jetzt hingeflogen? Scheiß drauf. Junge, Junge, Junge. Ich muss hier richtig die Moves machen. Da ist er. Steht da einfach rum. Revelio. Ich irgendwo noch was snacken. Da ist er. Das muss ich natürlich noch eben machen. Tut mir leid. Oh. Münze habe ich. Haben wir hier sonst noch was? Auch mal Schlösser knacken. Das war gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. Oh. Kann ich jetzt aufschließen? Ach, wegen dem Schlüssel. Klar. Revelio. Ich habe ja den Schlüssel. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Aber wo ist es? Unten? Spiel, sag ich, sag nach unten. Nutze den Basiszauber, während du dich versteckst, um Autoritätspersonen und Gegner dorthin zu locken, wo du sie haben möchtest. Ah. Okay. Auch geil. Geist, sei vorsichtig. Revelio. Wir gehen in den Sneaky Path. Oh, jetzt aber schnell. Schnell hier durchsneaken. Geschafft. Die Luft ist jetzt rein. Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Sicher? Niemand darf uns sehen. Oh. Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Also, was suchst du eigentlich? Kommt die da von da oben? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Revelio! Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Oh, Revelio, Junge, ist das spannend. Das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Guck mal, da ist diese fette Truhe auch. Die kann ich aber immer noch nicht öffnen. Still wie ein Grab.
Prevelio. Warum werde ich hier immer hingeschickt und kann diese ganzen Sachen noch nicht öffnen? Das ist ein übelster Tilt. Gute Nacht, Tito. Bis morgen. Haben wir eine Seite gegönnt. Gut. Ganz viel Müll, ganz viel Schutt. Hier müssen wir Reparo machen. Wen haben wir hier? Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollen. Bleib ruhig. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Das verrate ich, das verrate ich, das verrate ich. Und? Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Oh oh. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut, wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Ja, das weiß ich auch. Bin. Unsichtbar sein muss ich ja nicht mehr. Dann machen wir mal wieder ein bisschen, da machen wir mal Dings und Reparo machen wir erstmal wieder unten. Reparo. Easy. Revelio. Also Truhe, bestimmt wieder nur Kohle. Nein. Warte mal, bevor gleich irgendwie ein Fight kommt. Den epischen Anzug, da sehe ich mich. Der ist komplett insane. Holy shit, ist der insane. Und sieht auch noch gut aus, aber es ist, wie es ist. Ich bin zu stolz, Slytherin zu sein. Warum kann ich den dann nicht mehr... So, das war hier, ne? Erscheinungsbild ändern. Und zwar machen wir das so. Aber ich habe den fetten Umhang an. Das ist natürlich mega. Mal kann ich auch noch anziehen. Ist schlechter. Wo haben wir noch Grades? 13 Offensive. Passt auch zur Hose. Stilvoll, stilvoll. Ich habe einen Hut. Ziehe ich an. Muss ich aber ganz dringend ausblenden. Uff. Bitte gar keinen. Outfit hatte ich einen guten. Schal habe ich, glaube ich. Ja, stimmt, der war schlechter. Und das Ding ist eh Bruch. Okay. Weiter geht's. Revelio. Als ich nämlich hier gleich fighten muss, mache ich richtig Dips. Was Truhe? Gönnen wir auf jeden. Natürlich. Spuren alter Magie. Oh je. Dieser Raum muss doch etwas verbergen. Urlierhandschuhe. Warte mal, die gönnen wir mal die wieder direkt. Auch dickes Grade, ne? Sieh ich an. Oh Junge, damit sieht aus wie Robocop. Ich an. Lass ich auch an. Revelio. Das war es. Ah. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh boy. Okay. Wieso bin ich jetzt hier? Wieso ist das jetzt hier so? Dicke Truhe? Ruhe? Lego. Warte.
Müssen wir direkt gucken, weil ich habe das Gefühl, gleich kommt Bossfight oder so. Oder irgendein dicker Fight. Irgendein dicker Fight kommt gleich. Guck mal, hier habe ich 11, 21. Sieh ich an. Aber finde ich hässlich wie die Nacht. Wird wieder gemockt. Aber ist zu stark, ne? Das ist zu stark. Kommt das an, weil damit sehe ich edel aus, wie im Real Life. Weiter geht's. Wo führt sie wohl hin? Ja, zum Boss wieder. Irgendein dicker Bossfight jetzt. Gott, noch tiefer rein. Ach, diese Spannung am Abend. Oh nein. Keine Brücke. Brücke fehlt. Lumos. Gebau. Okay, warte mal. Ja, das muss man mir lassen, ne? Ich habe schon 10 Milliarden IQ. Yo, boy. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ich glaube, ihr kommt bald. Revelio. Wir machen unsere Spells nochmal eben neu. Und hier oben brauche ich... Habe ich eh noch nichts. Okay. Die grundlegenden Spells. Okay. Den Feuerspell muss ich auf jeden das Fall war jetzt ja machen. Klar. Das sind Wachen. Oh nein. Revelio. Protego, Stufo. Accio. Levioso. Wir kriegen aber ganz schön auf den Ast. Boah, hier bin ich stark. Stufo. Yo, Junge, bin ich stark. Accio. Was sind das für Sachen? Das ist deren... Oh boy, ich hab's richtig raus, oder? Au! Lumos. Accio. Auf den Arsch, Boys. Guck mal, das sind Kombos. Deine Beherrschung der Alten mit einem zu erfolgreichen Angriff zu Schaden. Nimmst erfolgreiche Kombos aus 10 oder mehr auf und deine alten Magie. Okay. Und ein Teil deiner Gesundheit. Alles klar, wir sind drin. Ich werde hier der. Kannst du verheerende Angriffe alter Magie in die beiden müssen einen Schildzauber brechen. Okay. Bin hier jetzt absolut geladen, oder was? Okay, verstehe. Revelio. Ist hier noch was? Ne, komm. Oh, nochmal. Zwei Stück. Und ich lösche die komplett weg. Warte, 10.000 IQ jetzt wieder gefragt. Ruhe. Ah. Warte. Mission Believen. Wenn auch so. Fuck. Ich hätte verkaufen müssen, oder was? Ich muss irgendwas löschen. Scheiße. Irgendwas muss ich löschen. Die Handschuhe, die grünen, die ganz alten. Brauche ich die noch? Brauche ich nicht mehr. Löschen. Gut, ein Slot bekommen.
Gucken, ob das reicht. Violetter Schal. Ruhe jetzt. Den ziehen wir direkt an. Ich glaube, hier kommt noch ein dicker Fight. Offensive so viel. Der ist Bruch, aber der muss dringend wieder gemockt werden. Also die Sachen sehen aber auch scheiße aus. Ein Schal bitte nicht. Nee, gar keinen bitte. Hör auf. Okay, ich mache ein bisschen Speicher-Abuse. Speicher mal eben rein. Junge, die Höhle, die bricht mich schon wieder. Also. Aber macht Spaß, das Game. Ich muss es ehrlich sagen. Ich hatte lange nicht so viel Fun. Tarkov war vorhin ja auch schon wieder zum Ritzen gemacht. Sag ich, wie es ist? So, was ist hier? Geht das hier auch noch weiter? Kann ich hier noch irgendwas machen? Ne. Da unten. Was ist das denn? Warte. Okay. Ach, wir nachher wieder zurückkommen, oder was? Was? Willst du mich zerstören, Spiel? Ah, ist für nachher zum Zurückkommen. Okay. Revelio. Okay. Hier scheint es weiterzugehen. Aber wohin? Oh. Hab ich das Ding gebraucht? Hier ist irgendeine Trap. Warte. Hier ist was los. Wir machen mal. Warte mal. Akio. Revelio. Das sind schon wieder zu viel Rätsel für meinen Brain abends um 9:15. Oh boy. Uhr. Fast geschafft. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Dicke Truhe wieder. Ich muss was löschen. Ich brauche die guten Sachen hier aus der Höhle. Komm, wir machen hier den... Das Ding. Komm, das kommt im Müll. Nee, nicht die blauen. Den hier, der kommt im Müll. Mann, scheiße. Ich muss immer vorher die Taschen leer machen. Okay, die sind aber crap, die Handschuhe, schätze ich. Und hier ist Kohle. Revelio. Hier ist nochmal Big Fight. Ach du Scheiße, 5 von den 6 von den Spacken. Oh boy, kommen die nacheinander? Akio. Der ist schon mal weg. Mach echt viel Damage, glaube ich. Incendio. Mach richtig Big Dips. Ins Handy.
Akio. Au. Alles klar, Bro. Akio. Junge, ich hau hier alles weg. Keine Probleme. Gut, dass ich Slytherin gewählt habe. Ich sag's dir, ohne das wäre es nicht möglich. Ich hätte hier die Sache noch nehmen können, ne? Die hätte ich noch nehmen können und dann kann ich die so auf die werfen. Egal. Schön, schön, das wird gespeichert. Das speichern wir, Boy. Gut. Oh ja. Das auf schwer kannst nicht lernen. Es ist also doch ein Buch. Ja, aber wie war das denn jetzt bitte versteckt? Junge. Nicht irgendwie. Packt er seinen Kopf wieder rein für die Erinnerung von den beiden anderen vom Anfang. Mhm. Macht Sinn so langsam. Ist das so laut? Ein Wasser mehr oder was? Warum ist das so laut? Ich glaube, ein leiser Mann. Gleich so. Hat sie jetzt gehofft, dass wir. Warum reden die denn alle nicht? Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morganock. Willkommen. Professor Rookwood? Ich muss es gleich leiser machen. Ich hörte sie bewegen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich. Wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Bin ich auch. Wie es der Zufall will, fing auch ich als 5. Klässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morganock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja... Ich habe sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt, was sind sie? Die Skandal mich auch so, beziehungsweise... Viel mehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Ja, moin. Kaum jemand ist ihrer mächtig.
Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Gryffindor. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Wie hieß er denn jetzt? Ich komme nicht drauf. Egal. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Ist gut, bleibt ruhig. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Hohohoho, die dunkle Macht. Junge, war das laut. Ich muss das jetzt eben runterstellen. Aha, aber sie kriegt wahrscheinlich die dicken Spells, oder was? Ich will die auch haben. Sebastian. Sag ich, wie es ist. Ich will die auch haben. Keinerlei Probleme. In der verbotenen Abteilung. Schon wieder. Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Wenn er verpfeift mich? Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das. Safe macht er's. Da war keiner. Ich kam allein. Bitte? Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel Guter sein? Boy. Auf ihn können wir uns verlassen anscheinend. Gut, guter Boy. Zack, Alter, das gab gut XP. Sehr schön. Jetzt mal eben einen kleinen Moment. Was war da mit den anderen Handschuhen? Die sind noch mal besser. Wie bitte? Egal. Warte mal, was wollte ich machen? Ach ja, der Sound. Einstellungen. Audio. Dialog. Es ist alles schon so leise. Das. Also als Musik galt oder so. Das ist ja alles okay. War das Video einfach buggy, schätze ich, oder so? Egal. So, Rebellio. Mal gucken, ob wir hier was stehlen können. Guck mal, hier ist eine kleine Schatulle, die mache ich leer. Kann er nicht alles löschen? Komm, noch eine Kopfbedeckung können wir noch wegmachen, oder? Ne, die ist meine einzige. Habe ich noch ein altes Outfit? Hier, das Grüne, das kann auch in Müll. Brauche ich nicht mehr, oder? Natürlich geil, hätte ich es verkaufen können, ne? Sad. Grüner Schal mit Efeu-Muster ist schlecht. Rebellio. Bibbelt noch was? Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Nee, kann ich auch nicht. Wo geht das hier hin? Achso, wieder raus. Ja. Springbrunnen ist klar. Hier geht Dings weiter. Lumos. Warum geht er nicht? Lumos. Incendio. Oh. Der geht nicht. Warten. Wir warten. Lenora Everlay. Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo, ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für dumm. Ist Hufflepuff. Samantha denkt, ich sei verrückt. Oder? Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt.
So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Bleib ruhig. Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel habe ich auch schon gemerkt. Kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Komm bitte zu mir, falls du über etwas Erhellendes Lumos. Bezüglich des Rätsels stolperst. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Ja, aber um fair zu sein, ich wurde um... Ah, ob es in der Nähe ist. Warte mal. Der Golem, der in der Ecke sitzt. Jetzt verstehe ich's. Warte mal. Nee, das ist kein Golem, das ist irgendwie ein Brunnen oder so. Wie hier, ne? Du kommst auch mal mit mir mit. Das ist er. Aus wie der Ort auf dem Gemälde. Was ist so besonders daran? Lumos. Rivelium. Scheint mit einem Grinsen stellt den Zauberer Gregor den Krieger dar, der durch die Erfindung des Gregor-Zaubertranks berühmt wurde. Okay. Gönnen, aber... Ich überlege, dass das Bild irgendwie... Warte mal. Revelio. Das ist so ein Schmetterling. Incendio. Nee. Okay. Was hatte ich denn noch für Zauber? Warte mal. Herkommen. Reparo. Probier's mal noch, aber... Reparo. Finde den Ort, der auf dem Gemälde... Kann ich den irgendwie grabben? Akio. Hä? Levioso vielleicht? Warte. Levioso. Nee. Akio. Nee. Lumos. Ach, wegen dem Licht, Motten. Hier, kleine Motte. So, und jetzt nehme ich sie mit zum Rahmen. Ah, krasse Scheiße. Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Guck mal, okay, easy. Du Scheiße, jetzt. Die Dinger gab es auch schon überall, wo ich war, ne? Und ich habe mir die Bilder immer nur angeguckt. Und das war's. Krass. Okay, wo ist die? Ich will dir das ja eigentlich nicht sagen. Gut, sie hat's eh gesehen. Halt. Aber bevor ich dir was sage, Mädchen, geh ich mal eben da. Sprich doch rüber. Halt. Da ist sie. Kommst du bitte her? Boom. Ich komm gleich. Bin gleich wieder da, aber erstmal muss ich noch eben da drüben hin. Ist das krass gemacht hier? Gibt's überall was zu tun? Da habe ich ja was angerichtet. Wieso, was ist passiert? Ist alles in Ordnung? Oh, hallo. Danke, dass du fragst. Ich bin übrigens Cressida. Und ich fürchte, gar nichts ist in Ordnung. Ich habe etwas Ärger mit der Bibliothekarin. Ich auch. Eigene Zaubersprüche. Ich dachte, mein Federleichtspruch wäre perfekt für meine Bibliotheksbücher. Es ist so schwer, sie den ganzen Tag herumzutragen.
Ich muss bei der Beschwörung das lateinische Wort für Feder mit Vogel verwechselt haben. Als ich in der Bibliothek meine Tasche öffnete, flogen sie einfach davon. Idiot. Klingt eigentlich ziemlich genial. Danke, ja. Aber ich fürchte, die Bibliothekarin sieht das etwas anders. Ich würde die Bücher ja selbst einsammeln und den Zauber entfernen, aber es ist nicht das erste Mal, dass einer meiner Sprüche die Bibliotheksruhe stört. Amit hat Madame Scribner erzählt, dass das meine Bücher sind. Und sie hat gesagt, wenn ich noch mehr Ärger mache, schreibt sie meinen Eltern. Könntest du sie vielleicht für mich holen? Es sind nur 5 Stück. Du bist neu hier. Da wird sie nicht misstrauisch sein. Stück. Ich frage mal nach. Hat Amit Madame Scribner gesagt, dass es deine Bücher waren? Ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat. Ich denke, er war beeindruckt und wollte mit mir angeben. Mhm. Amit verbringt viel Zeit damit, die Sterne anzustarren, aber er erkennt einen guten Zauberspruch. Könnte ich, wenn ich Zeit habe. Ich wäre dir so dankbar. Eines der Bücher ist mein Tagebuch. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Wenn Ups. Du sie einsammelst und mir bringst, kann ich den Zauber entfernen. Okay. Aber erstmal wollen wir noch das hier gönnen. Lumos. Das ist Batman. Levioso. Okay, Ripper. Auch nicht. Akio. Auch nicht. Was kann ich mit dem Ding machen? Revelio. Was habe ich noch für Zauber? Warte. Ruhe. Machen den. Sonst hatte ich ja alles, ne? Incendio. Try and error, würde ich sagen. Sehr gut. Gut, holen wir hier die Bücher, komm. Wenn ich an diese Bücher will, muss ich sie mit Akio heranholen. Dann machen wir das. Akio. Wenn's. Geschafft. Fehlen nur noch 4. Und darf ich jetzt hier rumlaufen oder? Da ist noch eins. Das ist Cressidas Tagebuch. An ihrer Stelle würde ich es auch zurück wollen. Wieso liest er das jetzt? Bin ja neugierig, ne? Nein, andere Tagebücher liest man nicht. Wir haben zumindest einen Ehrenkodex. Ich skippe das. Das werde ich nicht lesen. Wir sind zwar der krasseste Überficker-Magier, aber andere Tagebücher werden nicht gelesen. Revelio. Das muss klar sein. Okay, der Rest ist wohl oben. 3 hier unten. Der Rest ist oben. Oh. Aha. Von Hogwarts offenbar duldete er lehrende Schüler nicht und war bekannt, beim Leisen die großzügig den Schweigezauber anzuwenden. War ja ein ganz netter, wa? Revelio. Accio. Oh. Den haben wir auch. Revelio. Irgendwo ganz hinten. Ne, falsche Richtung. Guck mal hier, Rätsel. Gleich mal mitmachen. Lumos. Ah, bei dem Typen. Können wir mal eben schön mitmachen. Komm du mal mit, Boy. Ich habe gesagt 100%. Ich habe es versprochen, mir selber. Zack. Easy. XP. Gut. Revelio. Das haben wir auch. Was
ist doch Dumbledore hier. Laber mich nicht dicht. Ist doch Albus. Ja. Also auch die letzte Seite. Ach, hier. Das ist das Letzte. Ich sollte sie zu Cressida bringen. Das ist das Letzte. Gut. Das war ja easy. Kann er hier noch schräger runterrennen? Holy shit. Ah, da freut sie sich. Wir können ja auch einmal was Nettes tun, ne? Wenn ich hier am liebsten alle irgendwie verfluchen würde. Ich gebe gern Bescheid. Aber ich glaube, hallo, Cressida. Ich habe deine Bücher, inklusive Tagebuch. Oh, da bin ich ja froh. Danke. Diese schwere Last nehme ich dir jetzt gerne ab. Das ist gönnmäßig. Warte mal eben. So. Gebe ich ihr das jetzt einfach so? Sie soll eigentlich sich mir was geben dafür, oder? Also umsonst habe ich sie ja nun nicht gemacht. Wenn deine Mitschüler nicht erfahren sollen, was du wirklich denkst, solltest du dir eine Belohnung überlegen. Ha, das hätte ich wirklich nicht von dir erwartet. Selbst schuld. Nun, du bist auch nicht die, für die ich dich gehalten habe. Deinem Tagebuch nach bist du furchtbar voreingenommen. Ich hab's nicht gelesen. Ich bezahle dich. Aber du hast ja keine Ahnung, was ich als nächstes über dich schreibe. Ich bin einfach zu gutgläubig. Was habe ich bekommen? Oh, gab gut XP und 300 Kohle. 300 hat sie uns gegeben. Gönnen. Revelio. Okay. Wollen wir doch mal eben gucken. Irgendwas Neues hier, einen Griff habe ich bekommen, ne? Okay, das sieht schon so langsam cool aus, ist aber auch noch nicht meins. Das heißt, wir lassen es erstmal. Oh, da war was. Ah, der ist nämlich kacke, okay. Hier raus. Inventar. Auftragsgegenstände, ach so. Die Hausmarken habe ich, Zenobias, die Steine habe ich, okay. Bah, kannst vergessen, wie groß das ist, kannst vergessen. Das war's. Ich habe ja noch nichts. Ich habe wirklich ungelogen, ich habe noch gar nichts. Hier 8%. Ich werde dumm. Noch nichts erkundet, nichts. Noch nicht gekämpft. Aufträge ein paar gemacht, Handbuchseiten, Raum der Wünsche noch nicht gewesen. Was ist los? Seid ihr krank oder was? Aufträge. So, was ist denn, was wird das denn hier unterschieden? Primär. Sekundär, die wollen wir machen. Gut, die Schlüssel muss ich nebenbei machen. Der Rätsel des Gemäldes gelöst habe. Wie eine Motte zum Rahmen. Genau, ich muss zu ihr. Das wollen wir jetzt abgeben. Das machen wir. Sehr gut. Zack. Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Wie? Bin ich der Assi von der Schule? Natürlich. Das kann ich dir leider nicht sagen, Lenora. Du machst wohl Witze. Du hättest selbst darauf kommen sollen. Ganz schön frech. Vor allem, weil ich diejenige bin, die dir überhaupt erst davon erzählt hat. Die ist mad. Du löst also ein Rätsel, das ich erwähnt habe und verrätst mir nicht die Antwort.
Da will wohl jemand Imelda ihren Platz als lästige Besserwisserin streitig machen. Die ist mad jetzt. Oh boy, ist die mad. Ich hab doch irgendwas Bekommungs. Warte. Irgendwas habe ich doch hier neu. Hätte doch was bekommen. So, Wälzer und Widrigkeiten. Das sind ja die Hauptquests, ne? Achso, das sind die fertigen, okay. Beziehungen. Primär. Alle. Die Schlüssel kann ich noch nicht abschließen. Das wird ein bisschen dauern, die wird nebenbei laufen. Dann gehen wir Dings rein. Fick wird sich für das Buch interessieren, das ich unter dem verbotenen Abteil. Ich sollte ihn mit ihm sprechen. Machen wir. Wir gehen hin zu ihm. Rebellion. Guck mal. Wo ist die passende Fliege dazu? Egal. Da geht's. Oh je, wo bin ich denn? Ruhe. Revelio. Wo ist das? Ich hör's doch hier bimmeln. Ist wieder da oben irgendwo, ne? Dumm. Ja. Scheiß drauf. Wir gehen rüber zu Fick. Geben die Quest ab. Und guck mal hier, den machen wir auch noch. Lumos. Oh Gott, unter irgendwie Bild von einem Schloss in der Ecke. Müssen wir suchen. Bild von einem Schloss. Oh Gott, das kann ja überall sein. Mich verarschen. Meistens sollen die in der Nähe sein. Da? Ein Schloss oder was? Das ist so schwer. Oh, da war mal, das nehmen wir auch noch mit. Rebellion. Ah, die Dinge hatten wir jetzt schon kennengelernt. Ich brauche nochmal den Hinweis. Ruhe. Wo ist das? Wo war das Ding? Scheiße. Durcheinander gekommen. Warte. Irgendwo hier muss das gewesen sein. Rebellion. Da. So, nochmal im Gucken. Zwei Säulen. In der Regel ist das dann immer in der Nähe. Hier? Nein. Hier schon mal nicht. Das wäre jetzt schon wieder zu weit, denke ich. Das ist es, glaube ich, auch nicht. Hier geht's auch irgendwo anders hin. Zwei Säulen. Ja, das ist das alles nicht. Drache. Schwierig. Zeig doch mal her. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Nee. Ist
vielleicht doch da unten bei dem Klassenraum. Nee, ich glaub, was ist hier denn los? Oh, die Sonne, die dampft hier komplett rein. Was ist denn hier für Gift? Glauben Sie nicht, dass Sie den süßen Duft von Gardenien entfesseln? Es ist widerwärtig und stammt nicht von mir. Okay. Du verteidigst neuerdings also Hogsmeade gegen Trolle? Man kann es auf. Bleib ruhig, Fanboy. Jetzt gedacht, hier irgendwo, aber... Lumos. Das ist wahrscheinlich alles zu weit weg. Die sagten ja immer recht nah dabei. Da vielleicht noch weiter oben. Noch ein war da oben. Mal gucken. Da, warte mal. Uhr? Das ist es. In der Ecke, oder? Lumos. Revelio. Da ist er. Geilo. Geilo Monkey. Siehste, doch gefunden. Kommen wir hier runter? Nach oben. Machst du dir jetzt mal hier schön bequem. Geilo. Auch sowas macht Bock. Unglaublich. Ein bisschen gucken, ein bisschen aufmerksam spielen. Richtig gut gemacht. Muss ich so sagen, wie es ist. Okay. Ach, geht auch die Zeit bei Flöten, ne, bei dem Game. Holy, holy monkey. Okay, ab zum Klassenraum. Zurück zu Professor Fick. Komm weg. Bleib ruhig. Revelio. Oh. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig. Sie haben Besuch. Ja. Mal sehen, was ich herausfinde. Das ist gar nicht der Schulleiter. Wer ist das? Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Was? Das... Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ja, gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Gönn. Da fehlen Seiten. Oh nein. Das war's. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Na, gucken Sie mal, Professor Fick. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch zwei Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hat, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Bestimmt. Ich bin bestimmt hierfür. Vielleicht erklärt das Buch mehr. Okay. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Was sagen Sie ihnen über Mr. Osricks Tod?
Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Rannoch überzeugen. Ohne Erfolg. So. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Guter Call. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Junge, ich habe unten 5 Riesen gleichzeitig zermäht. Was redest du? Aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von ihnen lernen können. Gut. Was, Level 12? Da fehlt kein Meter mehr. 2 XP. Gut, liebe Leute. Ich würde sagen, für heute mache ich dicht. Ist jetzt gleich 11 Uhr. Was ist da denn gekommen? Warte. Die lesen wir noch eben. Warte. Ich bin so bald wie möglich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Okay. Gerade eine Eulenpost geschickt. Daran bittet sie dich, sie im Dorf Lower Hogsfield zu treffen. Karte öffnen, bitte. Wir machen mal die Karte auf. Lower Hogsmeade Weltkarte. Dörfer sind kleine Gemeinden überall auf der Welt. Lower Hogsmeade Dörfer eröffnen neue Händler, Flohflammen, Nebenaufträge und Sammler. Ach du Scheiße. Es ist komplett Open World. Ich bin gebrochen. Gut, perfekter Moment. Wir machen morgen weiter. Professorin Fig und Weasley möchten, dass ich Ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen und der Sie ist gut. Meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Machen wir, Professor Hickard. Machen wir aber morgen. Also, liebe Jungs, ich wünsche euch was. Ich bin raus für heute. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, lasst ein Follow da. Würde mich sehr freuen. Ich bin so gut wie jeden Abend da, versuche ich es ein bisschen reinzudaddeln. Mal mehr oder mal weniger. Würde mich freuen, Jungs. Ich hau in die, hau ab in die Falle. Und ich wünsche euch was. Haut rein. Tschüss. Wir sehen uns.